Hi und herzlich willkommen zurück hier in unserem Super Sektor. Und den hatten wir schon, ne? Mit dem hat man schon gequatscht, oder? Da sind sie? Ja, doch, wir hatten schon. Okay, Verlust der Beine, aber das hatte ich schon. So ein nice Pferd. Wir wollten ja, glaube ich, da drüben. Die Sache ist. Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt bei der Krähe das nochmal machen muss. Also Kinder latschen hier nicht mehr rum. Nachdem ich neu gestartet habe. Aber das kam ja, glaube ich, wo ich hier war. Außerdem hat sich generell wieder immer irgendwie alles gefühlt zurückgestellt. Vogelseuche. Ist halt nichts Neues. Aber jetzt sind die theoretisch die Kinder wieder da, ne? Sind die am Rumspielen? Oh, hatte ich das überhaupt schon? Zwillinge? Okay, sind die Kinder jetzt am Rumspielen? Ist halt ein bisschen doof, dass sich das wieder zurücksetzt. Weil das war ja ein Anhaltspunkt gewesen, dass ich hier erst da überhaupt darüber gehe. Wir gehen mal in die Scheune rein. Mal gucken, da waren wir ja noch nicht. Was wir wollen hier eh noch ein bisschen rumlaufen und mal gucken, ob ich irgendeine Korrespondenz zu schaffen kriege. Ansonsten, ja, ich. Weil. Toll. Ja, ist in Ordnung. Ich weiß, dass ich da nicht rein darf. Ja, das war's wohl nicht, weil hier scheine ich wieder ein Dings zu brauchen, oder? Ja, Mann, ist ja ein gutes Spiel. Frege ist bloß. Wo bin ich jetzt hier gerade bei der Auswahl? Korrespondenz. Ach so, der Briefkasten. Hä? Warum ist da jetzt ein roter Punkt? Okay, Verlust der Beine. Spinnen. Stimmt, die Spinnen sind ja auch gar nicht da. Ja, ich war da, ich müsste vielleicht noch mal ins Haus reinlatschen, dass sich da was ändert. Ach so, der rote Punkt ist, weil ich das noch nicht angeguckt habe, wa? War etwas faul. Nachtspinnen-Regelmäßigkeit. Ja, die hatten wir ja schon gesehen, aber die sind halt nicht da, weil ich glaube, das geht erst los, wenn ich wieder in der Bude da war. Aber kann das sein, dass ich gar nicht weiterkomme? Wir können ja mal hier oben. Ach, das war ja. Hier waren ja die. Ja, die sind jetzt zum Beispiel auch nicht da. Die hat hier auch schon rumgeguckt. Ist das Rätsel wenigstens gelöst? Willst du mich verarschen? Das hat sich auch zurückgesetzt? I don't know, vielleicht, wenn ich wieder ins Haus gehe. Weil zum Beispiel bis jetzt musste ich das Licht nicht wieder aufstellen. Also aufstellen. Das Spiel nicht wieder aufhellen. Da kommen wir darüber. Netter Typ. In dem kleinen Büttchen wollte ich rein, da ging es aber bloß irgendwie bis zum. Okay, der ist gewusst, da wäre ich mir mal bis zum Haus erst gelatscht. Ich wusste ja nicht, dass hier wieder helllichter Tag dann ist und alles wieder schicki ist. Aber ich weiß halt auch immer noch nicht, ob das wirklich so funktioniert, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen miteinander kombiniere. Vielleicht geht das in die nächsthöhere Ebene irgendwie, dass man dadurch dann Schlüsse zieht. Das ist an sich ein nice Spielprinzip, weil man ein bisschen seine Birne auch anstrengen muss. Problem ist bloß, wo war denn jetzt das Ding? War das Hotel nicht hier drüben irgendwo gewesen? Weil sonst bist du halt mehr oder weniger nur am Rumlatschen und ja, findest dann zufälligerweise Sachen. Aber die Geschichten, die interessant sein könnten, siehst du dann erst halt quasi irgendwo bei Nacht. Ist das das Ding? Oder bei Nacht, was heißt bei Nacht, wenn sie es umgeswitcht hat, irgendwie komme ich da rein? In das Farmhaus? Ich weiß halt nicht, waren wir schon mal hier? Jo, ich glaube, das ist die Bude. Dementsprechend, warte. Nee. Damit wir auch was sehen.
Ich weiß nicht, wie hell ich gemacht habe. Ich glaube so. Aber es hat sich jetzt auf jeden Fall was geändert. Ne, wir waren hier noch nicht drin gewesen. Okay, hier ist auch nichts. Mit Sicherheit muss ich irgendwas mit dem Armband wieder irgendwie machen. Keine Ahnung, was ich immer noch nicht habe. Okay, hier oben scheint aber auch nicht mehr zu sein. Auf der anderen Seite komme ich wieder runter. Also wie gesagt, es kann sehr gut möglich sein, dass das halt... Oh. Kätzchen. Kätzchen, Kätzchen, Kätzchen. Verlust der Beine. Ist das eins wieder... Nein, nicht das Spiel verlassen, Mann. Der BLB war in Midney Inn gewesen, aber es war nicht sie, die hier saß. Die Kleidung war anders und die Katze neben ihrem Kopf war irgendwie anders. Nennt er seine Tochter wirklich BLB? Ich weiß nicht, ob das jetzt... Warte mal... Nö, na der Senke. Okay, ist auf jeden Fall ein Hinweis auf unsere Tochter, nehme ich jetzt mal stark an. Exit. Okay, hier ist wirklich Exit. Ich dachte, ich könnte das von draußen sehen. Okay. Hilft uns aber nicht wirklich weiter, ne? Frage ist natürlich bloß, wenn ich jetzt da zurückgehe und die Spinnen und die komischen Männer und so sind wieder da, bringt mich das überhaupt irgendwie weiter? Weil gefühlt muss ich ja irgendwie was kriegen, um durch die Türen und so durchzukommen. Ein gewisses Armband. Aber das scheint mir erst was zu bringen, wenn ich dieses Armband habe, falls das wirklich vernünftig übersetzt ist und auch Armband heißt. Ne? Deswegen, aber ich will mit dem Spiel auch nicht, ich sag mal, zu sehr überstrapazieren. Weil es an sich eine nette Idee ist, mit den Hinweisen irgendwo im Wasteland finden, was auf unsere Tochter hindeuten könnte. Und wir müssen dann halt kombinieren, wie was ist. Stehen die jetzt wenigstens bitte davor? Ja, jetzt sind sie da. Okay. Wir müssen was kombinieren, um bei der Geschichte voranzukommen. Was halt auch ganz gerne ein bisschen dauern kann, aber eignet sich dann halt eher nicht unbedingt so für ein LP. Das ist das Problem. Und ich glaube, wir sind jetzt wirklich halt auch immer komplett mehr oder weniger rumgelatscht. Das war der Kopf gewesen. Und hier hinten kommen wir, glaube ich, noch wieder zur Scheune. Ich wollte halt bloß mal gucken, ob wir bei den Spinnen was machen können oder ob die Mädels zumindest wieder da sind. Dass ich das zurückgesetzt habe, ist auch ein bisschen doof, aber das geht vom Rätsel eigentlich her. Das könnte man dann wieder machen. Ich meine, ich habe es ja auch schon einmal random hingekriegt, also passt das. Und wenn man halt gar nicht weiterkommt, ist halt so... Ne. Okay, hier sind die Spinnen. Aber dass man da halt nicht mal irgendwie rangehen darf, ist ein bisschen gemein. Stellen wir vor, hä? Siehst du, sonst hätte ich das nämlich auch gar nicht machen können. Ach, Armband mit Armband. Ja, ich habe kein Armband, Alter. Also ich habe das hier, aber da ist, glaube ich, kein Armband dran. Also irgendwie gefühlt, also das ist, glaube ich, das Hauptding, was irgendwie fehlt. Da ist halt schon wieder das Zeichen da, aber ich wollte bloß mal ein bisschen rumprobieren, ob das irgendwas bringt, aber eher nicht so. So, sind denn unsere... Okay, den Dialog kann ich ständig machen, toll. Aber die Mädels sind halt komischerweise nicht da, ne?
In dem Haus waren, glaube ich, auch schon drin. Also ich sehe sie zumindest hier nicht rumtanzen. Hier war eigentlich, glaube ich, Alpha-Wand. Aber da das halt... Ja, doch, hier ist Alpha-Wand. Ich wollte gerade sagen, da das eigentlich ein richtiger Weg ist, würde ich da auch mal hin. Ja, dementsprechend... Was war hier gewesen? Ach ja, da... ja, an ihn, da kann ich mich erinnern. Killen kann ich die immer noch nicht. Will ich eigentlich auch nicht, aber ich meine... Was bleibt mir anders drüber? So, Frage ist jetzt... Wo waren jetzt nochmal... Die tolle Bushaltestelle? Oder das Motel? Ich meine... Vielleicht kann ich ja mit Opa drinnen reden. Ansonsten werde ich dann, glaube ich, langsam mal... mich ranmachen. Mal zu schauen... Ob ich was von der Korrespondenz irgendwie hinkriege. Problem ist natürlich, wenn das irgendwie relativ scheiße übersetzt ist, da halt irgendwas hinzubekommen. So, da war Saurons Auge. Wo war denn jetzt nochmal? In der Bushaltestelle. Da konnten wir halt auch irgendwas machen, also wir konnten uns ja bloß reinstellen, das hat uns ja nicht weiter gegeben. Wäre schön, wenn man hier irgendwie das Armband kriegen könnte. Oder wenn man hier irgendwie was... Oder kann ich hier interagieren? Nee, ich glaube, ich habe das auch schon probiert, ich bin mir aber... Auch wenn es erst gestern war, wo ich es gespielt habe, nicht so wirklich sicher. Da kamen wir sowieso nicht hin. Ich finde es halt auch komisch, dass in den Ruinen hier rein gar nichts ist. Okay. Also kann auch sein, dass hier irgendwas ist und ich gucke halt bloß nicht gut genug. Keine Ahnung. Das war die Tanke, ne? Ja, da kamen wir ja nicht hin, wegen Mückenbefall. I don't know. Und hier hingen die Leichen, ne? Aber dass man hier zum Beispiel keine... Warte mal. Nee. Nein, hau ab hier. Ich will mal kurz gucken. Hier zum Beispiel aufgehängte Leichen. Drei Leichen hängen vom Dach eines Supermarkts. Okay. Und drei, also, warte mal, das. Dass mal das mache. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Verlust der Beine noch markiert habe oder nicht. So, jetzt auf jeden Fall nicht. Dass da keine Assoziation bei rauskommt. Ich meine, das gehört eindeutig zusammen. Ja, Korrespondenz. Das war der Briefkasten. War das beim Haus mit dem Briefkasten? Ich weiß es gar nicht. Die rote Karte? Was war denn die rote Karte? Ach so. Also ich weiß auch, wie gesagt, nicht unbedingt, ob das so funktioniert, aber... Nein, warte. Zwillinge. Warte mal. Könnte diesen Zwilling. Also theoretisch könnt ihr auch das und das. Aber. Fühlt irgendwie zu nichts. Also kann auch sein. Ach, da ist meine Bushaltestelle. Das Doofe ist zum Beispiel, das hatten wir ja alles schon. Und ja, es wird nicht dazu gerechnet.
Aber du musst dir das halt merken, gerade wenn du vielleicht dann länger nicht mehr spielst. Es ist halt ein bisschen doof, dass das halt immer noch da steht, ne? Und da ist nämlich das rote Ding auch. Jetzt hätten wir uns die Scheibe ja schon großartig irgendwie angeguckt. Hä? Okay, warte. Und jetzt steht da jemand. Ich sehe es gerade. Ich mache das auch bloß, damit das Gelbe mal verschwindet, ne? Kopfschmerzen wie ein Sommer in meinem Kopf. Der nicht aufhören will zu klingeln. Ich kann mich nicht konzentrieren. Seit ich den Spalt betreten habe, bekomme ich immer wieder Kopfschmerzen, die mich unfähig machen zu denken. Ja, das merkt man nicht, Kollege. Da unten ist eine kleine 4, aber das ist wahrscheinlich ein Hinweis 4, ne? Hallo? Eine, was, eine Anklage gegen jemanden? Anne, bist du das? Es scheint nur eine Halluzination gewesen zu sein. Das bedeutet mir so viel, das merke ich jetzt zu spät, aber vielleicht kann ich es wieder gut machen. Ist das irgendwie unsere Ex-Frau oder so? Ist der Führerschein? Warte. Ausweiskarte. Aha. Och, warte. Da ist aber auch irgendwas auf der Rückseite. Okay. Ein Zettel. Amanda? Warte mal. Achso, ein Zettel mit einem Ausweis. Darauf steht Amanda, weiblich, Abteilung Biologie, Ingenieurin. Okay, und das überlappt sich. Natürlich nicht. Warte. Das mal weg. Ja. Ja, Ausweiskarte habe ich doch gerade schon. Warum steht das jetzt nochmal mit Hinweise da? Okay, hätte ja sein können, dass er die Rückseite nochmal irgendwie extra... Oh, warte mal, hier haben wir wieder so ein Flammensymbol, Campingplatz. Oh, Alter, ich hasse das. So, nein. Weg, weg. Alter, jetzt gib mir doch mal das da oben, ey. Ist halt blöd, du kannst nicht hoch und runter irgendwie was machen, sondern nur links und rechts und mal gucken, dass du das Richtige findest. So, dieses Zelt gehört eindeutig nicht in diese Zeit. Du hast es hierher gebracht. Ich kann fühlen, wie du zeltest, wohntest und dann weitergingst. Boah, das hängt ja quasi... Mal. Rote Karte gehört ja, glaube ich, auch zu ihr, ne? Und warum ist das da unten schon wieder markiert? Also am Ende wird das nicht gehören, oder? Natürlich nicht. Nein. Ey, es wird doch wohl möglich sein, hier irgendwo. Obwohl hergebracht? Auch nicht. I don't know, ich krieg das nicht hin. Ich weiß nicht, die Kollegen hatten wir auch noch nicht gesehen, oder? Kommt mir zumindest nicht bekannt vor. Den hatten wir, da drüben waren wir auch. Da kamen wir ja nicht, oder da hatten wir nichts. Und für den Opa muss ich halt die Seelen einfangen, aber glaube ich jetzt einfach mal. Frage ist nur, wie? Da kommen wir auch nicht weiter.
Ganz ehrlich, im Endeffekt will ich jetzt bloß nochmal gucken, ob es jetzt noch irgendwas vielleicht aufgetan hat, wo wir noch nicht waren. Oder wo wir vielleicht im Hellen rumgelatscht sind, weil vieles siehst du halt wirklich erst irgendwie, wenn es Mitte der Nacht ist. Dann wird es wahrscheinlich eins der wenigen Spiele sein, wo ich sage, ja, das habe ich dann nicht abgeschlossen. Weil ich finde es allein schon doof, dass Rätsel, die wir gelöst haben, schon wieder zurückgesetzt werden. Bin mir nicht sicher, ich glaube, an dem Kackschuppen waren wir hoch, oder? Fragt sich halt bloß zu welcher Zeit. Hier ist noch eine Bushalte. Und hier kann man ja generell nicht rein, ne? Ich glaube, an dem Schuppen waren wir schon. Da ist wieder der Panzer. Hä? Was? Ist das wieder was ich mit dem Dings machen kann? Hier stand doch gerade was. Klick-Interaktion. Ja, Alter, ich klicke Interaktion. Respektvoll zuhören. Er macht aber nicht. Oh, Entschuldigung. Cool, geht nicht. Das ist das Ergebnis. Ich meine, hier sind Steine. Ich weiß nicht, ob man dann irgendwie da nochmal hinkommt. Kann sein, dass das irgendwie ein Grab ist oder so. I don't know. Ist ja aber auch komisch, dass sie zu dem scheiß Panzer hier oder so nichts sagt, ne? Oh! Oder muss man hier direkt oder im richtigen Winkel stehen? Weil hier ist wieder mit Armband. Okay, den Berg habe ich gar nicht gesehen. Ah! Es war schrecklich. Dieser Riese hat uns in die Luft geworfen und ist auf uns herumgetrampelt und alle Krieger sind gestorben. Hast du ein Mädchen gesehen? Sie trägt ein schwarzes Tanktop. Das wird ihn gerade beschäftigen, ne? Sie war es, die mir den Erste-Hilfe-Kasten gebracht hat, sonst wäre ich gestorben. Ich habe so viel Schreckliches erlebt. Töte mich bitte. Okay, wo sind Sie hin? Dort drüben beim Stacheldraht, dem Eingang zum unterirdischen Stützpunkt, habe ich es ihr ausgeredet. Sie wollte unbedingt mit. Hä? Okay, wie komme ich dorthin? Gruppenzerstörung. Aber wir haben ein Drittel des Wissens wenigstens schon mal angehäuft. Ist doch, glaube ich, was. Warte. Nein. Ist das wieder eine Ebene höher? Massenvernichtung. So, die Soldaten wurden von einer Crew namens Giant vernichtet und die Überlebenden erzählten mir, der eine, dass die SU zum Eingang des Stützpunktes auf der anderen Seite des Stacheldrahtzauns ging. Die Überlebenden sagten mir, dass die SU zum Eingang des Stützpunktes auf der anderen Seite des Stacheldrahtzauns. Aber sie sagten mir nicht, wie man dorthin kommt. Ja. Es wäre halt jetzt zum Beispiel cool, wenn ich hier meinen Arm, wenn ich einen Armband hätte, das nutzen könnte und dann wird mir irgendwie ein Weg gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das mit Stacheldrahtzaun meinten. Wahrscheinlich eher nicht. Gucken, ob unser Kollege da wieder aufploppt. Jo, da ist er. Also wirklich, also so wie es aussieht, geht es ja hier um irgendwelche Experimente und an irgendwas übernatürlichen Gedöns, genau. Hätte ja auch sehr wo siehst du, dass man das in der normalen Welt, sag ich mal, gar nicht sehen kann. Bloß in dieser Horrorvorstellung von ihm. Ja, dass es halt um sowas hier ging. Quasi um wie SCPs zu erstellen oder so. Ich meine, das hat man eigentlich auch schon gehabt.
Ja, die Basis. Vielleicht gibt es noch ein paar kleinere Sachen, aber gefühlsmäßig haben wir irgendwie alles schon mitgenommen. Das Doofe ist halt, es kann halt wirklich drauf, gut sein, dass das Spiel darauf ausgelegt ist, dass ich bei sowas hier... Wer war jetzt Frau Lahn nochmal? Frau Lang. Also das ist quasi unsere vermeintliche Tochter, irgendwie eine SCP-Kreatur ist, die wir jagen. Um dann noch ein bisschen mehr über den Hintergrund von den Wissenschaftlern oder hier von Skull Russell. Dass man den da so ein bisschen, naja, da die Geschichte kriegt. Ist an sich, wie gesagt, warum da auch immer Al-Qaida da noch steht, warum das so genannt wurde bei der Basis. Vielleicht ist das das Wort für Basis, weiß ich nicht. Ist für mich immer ein bisschen fraglich. Nee, aber dass es zumindest storymäßig so dann in die Richtung geht, was okay ist. Und wie gesagt, dass man sich Zeug selber zusammenreihen muss, an sich auch. Aber wenn man irgendwie zu viel Auswahlmöglichkeiten hat, oder zumindest die Auswahlmöglichkeiten, die einem logisch vorkommen, irgendwie nicht funktionieren und man auch noch irgendwie ein komisches Armband braucht, was man keine Ahnung, wo es das gibt, um überhaupt weiterzukommen, ist das ein bisschen doof. Ne? Also das wird dann ein bisschen, ich weiß gar nicht, bei was für ein Spiel halt. Es war bei, glaube ich, bei The Gap gewesen, da hatte mir aber bloß noch eine Sache, da war es ja so ähnlich gewesen, um seine Erinnerung wieder aufzufrischen. Kann man fast sagen, seine Erinnerung auffrischen, um sein eigenes, naja, sein eigenes Rätsel quasi irgendwie zu lösen. Ist das Farmhaus direkt hinter dem Hotel oder gehört das dazu? Ja, wir waren ja auf der anderen Seite drin, ne? Oder? Da war es auch so gewesen, dass man dann eh eine Rätselpartie hatte, die ein bisschen, waren, das hat. War aber aus eigener Blödheit, weil mir ein bisschen was gefehlt hatte. Hier habe ich jetzt noch gar keinen so Unfall. Also, dass man wirklich random irgendwie rumklicken muss. Waren diese komischen Dings da oben auch schon mal? Nee, hä? Jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie da. Hä? Warte mal. Also ich meine, das, warte, über dem 1984, Bezirk Nevada, was da oben steht, da waren gerade... Oder soll es die Anzahl an Seelenfragmenten irgendwie sein, die man... Aber das ist halt nur beim Haus. Wenn ich mich wieder von entferne, sind die weg. Geh mal rein, sind die jetzt wieder da und ich habe die vorher... Ach, guck mal. Okay, die sind da. Ja, mit dem habe ich... Ach, mit dir kann ich jetzt komischerweise nicht sprechen, oder was? Also es kann... Kann halt gut sein, dass das... Ja, ja. Halt mal die Klappe hier. Dass ich da irgendwie was abgeben muss. Okay, ist doch scheiße dunkel. Ist klar, dass es mir nie aufgefallen ist. Und sobald wir rausgehen, ist das ja auch weg. Rote Bewusstseinsmarkierung. Hi, Typ. Also es kann halt sein, dass das... Achso, das kann ich hier drin gar nicht machen. Dass ich diese Bewusstseinsmarkierung halt bloß damit bekomme. Wenn ich irgendwie alle Hinweise gefunden habe, dann habe ich genug Wissen. Sag ich mal aus einer Kategorie, das ist jetzt zum Beispiel, weiß ich, grün, dann gibt es blau, rot ist vielleicht ganz oben. Ne, rot haben wir zu viele Türen. Aber wie gesagt, das, was mir am logischsten mit erscheint, hat bisher nicht funktioniert. Und dementsprechend ist das hier eigentlich nur... Ich kann nochmal zum Schild gehen, vielleicht ist da noch irgendwas. Aber ich glaube, wir haben eigentlich schon... ziemlich viel abgelaufen. Oder sind irgendwie viel abgelaufen. Ja, hier steht halt Fokus. Dachte so, na. Vielleicht. Das wäre halt auch eine schöne Geschichte, wie es bei PT zum Beispiel war. Dass man damit dann irgendwas auslösen kann.
Aber im Endeffekt hast du halt hier viel Nichts, sag ich mal. Oder ein großes Nichts, wo du nachsuchen kannst, wo nur, wenn du, naja, das Motel mehr oder weniger triggerst, dann Sachen passieren. Achso, das war die andere Bushaltestelle. Dann kannst du dir Wissen aneignen. Wie gesagt, was eigentlich irgendwie alles okay ist. A, B, ja, ab einem gewissen Punkt. Wenn man so das Gefühl hat, man hat eigentlich schon irgendwie alles gesammelt. Und ich will jetzt hier nicht noch zig Stunden rumlatschen und rumsammeln. Oder rumsuchen, dass ich dann noch das Kleine und das Kleine und das Kleine finde. Das ist ein bisschen doof, muss ich sagen. Also das fühlt sich da ein bisschen zu lang gestreckt an. Bei den Sachen hier schon. Also ich kann mich an so ein Schmetterlingsviech erinnern, aber... Ja doch, ich glaube, hier waren wir schon. Ja, das ist halt ein bisschen schade, weil das so... Ja, dann wird's... Man bleibt... Ich finde es schwierig, da am Ball zu bleiben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es zumindest zum Zusehen relativ boring ist. Sagt mit Armand... Ja, wenn ich hochgucke, passiert dann irgendwas. Dass man zumindest irgendwas machen könnte. Ja, dass man halt wirklich das Armband findet und dann kann man hier noch weitere Sachen freischalten. Das wäre für mich doch, da würde ich so noch weiterspielen. Ne? Das wäre für mich auf jeden Fall auch interessant. Aber gefühlt ist man schon fürs Über gewesen. Auch wenn man vielleicht noch ein, zwei kleine Sachen finden kann, dass das trotzdem nicht zureicht, um eine Korrespondenz irgendwie herzustellen. Oder es ist halt relativ random, was man da kombinieren muss, um weiterzukommen. Was ein bisschen schade wäre, gerade wenn es vielleicht an der Übersetzung hapert. Nichtsdestotrotz, das Spiel ist, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es war, glaube ich, nicht so allzu teuer. Zumindest habe ich es mir im Angebot geholt. Ist, glaube ich, auch so das erste Ding, was er vielleicht entwickelt hat. Wie gesagt, von der Idee her eigentlich ganz nice, dass man auch ein bisschen seine Birne mit anstrengen muss. Hat so ein dezentes Horror-Setting. Aber wenn du halt zu viel kleinen Scheiß finden musst, um weiterzukommen und halt diese Funktion mit dem du kombinierst Gedanken und dann führt das vielleicht zu was Neuem nicht so wirklich funktioniert oder man hat noch nicht genug oder so, das kann halt schnell so, oh Junge, werden. Dementsprechend würde ich das mal bei so einem Anteste-Video oder Anteste-Geschichte belassen. Ich weiß nicht, ob ich sowas auch noch im Stream spielen würde oder so, um da vielleicht ein bisschen weiterzukommen. Weil das würde dann wirklich die ganze Zeit so, okay, hier auf den Boden gucken, mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwas übersehen haben. Vieles, was ich ja gefunden habe, war auch mehr oder weniger Glück, dass dann irgendwas angezeigt wurde, weil du halt deinen weißen Punkt da direkt draufpacken musst. Ja, dementsprechend, ich würde es, glaube ich, bei so einer Art Let's Test lassen. Und ich meine, wer Bock hat, das selber rauszufinden. Wie gesagt, von der Grundidee nicht schlecht, von der Umsetzung halt eher ein bisschen, ah, es fühlt sich dann ein bisschen sehr langwierig an. Und dass vielleicht so ein, zwei Sachen nicht unbedingt so stimmen, wie sie stimmen sollten. Aber hey, sag mal so, wenn das Erstlingsprojekt des Entwicklers ist, ich habe schon schlimmere Sachen gesehen. Sagen wir es mal so. Ja, dementsprechend würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann morgen zu einem anderen Horrorspielchen wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.